بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Her Story, normalerweise ist das Wort ja His Story und tatsächlich ist ja Geschichtsschreibung meistens über die Taten von Männern, weil tendenziell Männer eher die Herrscher gewesen sind und die Feldherren und wer halt sonst noch so wichtig ist in der Geschichte. Aber jetzt soll es halt gehen um die Geschichte von muslimischen Frauen. Und nicht nur die Geschichte, sondern auch ein paar gegenwärtige Beispiele kommen auch vor. Aber zunächst mal, also wir wissen ja alle und wir erfahren das auch teilweise selber so im Alltag, dass das Thema Frau und Islam ein sehr problematisches ist. Es gab 2004 einmal eine Studie oder so eine Umfrage des Allensbach-Instituts. Und da wurde nach den Assoziationen gefragt, die sich bei den Menschen einstellen, wenn sie das Wort Islam hören. Und 93% der Befragten assoziieren Islam mit Unterdrückung der Frauen. Also fast alle. Als zweites kommt dann 83% mit Terror. Das war jetzt 2004. Das wird sich vermutlich nicht stark verändert haben bis heute. Und wenn man bei Google Islam eingibt, dann kommen diese automatischen Vervollständigungsvorschläge. Islam und Christentum ist ja noch eine relativ sinnvolle Fragestellung. Dann halt Islam und Terrorismus als zweites und Islam und Frauen als drittes. Das heißt, ganz viele Menschen suchen auch nach dieser Themenkombination, Islam und Frauen. Wenn man jetzt die Ergebnisse sich anguckt, das habe ich vor 2 Tagen nochmal gemacht, da muss man sagen, ist es schon durchaus differenziert. Also ist, glaube ich, besser geworden als noch vor ein paar Jahren. Aber es sind dann halt natürlich auch solche Sachen dabei, wie ein Spiegelartikel, wo es um eine Zwangsheirat geht und solche Standardgeschichten. Und was halt auffällt, ist, dass sehr viel gesprochen wird über die Rolle der Frau im Islam, also immer so abstrakt und normativ, also was Frauen zu tun und zu lassen hätten. Aber man findet kaum etwas, welche Rollen Frauen in der Geschichte und auch heute tatsächlich einnehmen. Der Fokus ist immer sehr stark auf Familie und dann ist die muslimische Frau eben die Hausfrau und die Mutter und man gewinnt sehr oft den Eindruck, ansonsten nichts weiter. Und das ist ein Eindruck, der sich jetzt nicht nur bei nicht-muslimischen Publikationen aufdrängt, sondern durchaus auch bei muslimischen, weil das meistens dann auch unter dieser Fragestellung behandelt wird. Was natürlich nicht heißen soll, dass Hausfrau und Mutter keine wichtigen Rollen wären, aber diese Beschränkung sozusagen, die ist halt etwas einseitig. Und schon wenn wir an die Frühzeit des Islams denken, finden wir ja Persönlichkeiten, die sich nicht auf diese zwei Rollen beschränken lassen. Da fällt euch bestimmt auch jemand ein, aus der ersten Generation muslimische Frauen. Genau, Umma Khadija, radiallahu anha. Eine muss mindestens noch kommen. Genau, Aisha, radiallahu anha. Sonst noch jemand? Sumayya, ja. Also sie hat eine relativ kurze Rolle gespielt, weil sie ja sehr früh gestorben ist. Die erste Frau, die als Märtyrerin gestorben ist und auch gleichzeitig überhaupt die erste Märtyrer. Ja, Asma, die Tochter von Abu Bakr und Schwester von Aisha. Die ist zum Beispiel bekannt dafür, dass sie körperlich sehr stark war. Sie hat, ich glaube, 8 Kinder gehabt und gearbeitet hat sie also in einem Palmenhain. Also ist hochgeklettert, hat die Datteln gepflückt, und also eine körperlich sehr anstrengende Arbeit. Viele Frauen in Medina waren in der Landwirtschaft beschäftigt. Und Nusaiba ist diejenige, die bei der Schlacht von Uhud dem Propheten Salam verteidigt hat. So, da sind wir jetzt bei 5, ne? Das ist schon nicht schlecht. Meistens kommen nur 2 Namen, wenn man so allgemein fragt, und das sind dann Khadija und Aisha. Ja, es gibt halt noch viel mehr und ganz viele, die gar nicht bekannt sind, sowohl aus der Zeit des Propheten als auch dann später. Und das ist sozusagen das, worum es geht. Das sind Geschichten von Frauen, die zu ihrer Zeit damals auch sehr bekannt waren, die wir aber heute überhaupt nicht mehr kennen. Und deswegen ist es wichtig, diese Geschichten wieder zu erzählen. Also es gibt sozusagen zwei Arten von unerzählten Geschichten, was muslimische Frauen betrifft. Die eine ist, dass es Frauen gibt, die wir kennen, also zum Beispiel Aisha radiallahu anha oder Salama kennen bestimmt viele radiallahu anha, aber dass wir von diesen Geschichten nur ganz bestimmte Teile kennen und andere nicht, also da wissen wir auch nicht alles. Und dann gibt es eben auch noch die wir überhaupt gar nicht mehr kennen, obwohl sie zu ihrer Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben, einfach weil diese Geschichten nicht erzählt werden. Aber die sind da und die können wir ausgraben und wir können die auch nochmal erzählen, also wieder neu einführen sozusagen und auf die Art und Weise dann auch die Vorstellung davon, was die Rolle einer muslimischen Frau ist, erweitern und auch die Vorstellungen darüber, wie muslimische Frauen und Männer zusammenarbeiten sollten. Weil glücklicherweise haben wir eine sehr reiche Überlieferung
Und die Hauptquelle für diese Biografien und diese Beispiele, die ich im Folgenden vorstellen werde, sind biografische Lexika. Also aus der frühen Zeit, jetzt aus der Zeit des Propheten, die Prophetengefährtinnen. Da gibt es auch viel in den Hadithen. Aber diese wurden dann nochmal extra gesammelt in biografischen Lexika, wo einfach Biografien gesammelt werden. Und ich habe hier zwei Beispiele von einem früheren Werk und einem späteren Werk. Das frühere ist das Kitab at-Tabaqat al-Kabir, das sogenannte große Klassenbuch von Muhammad ibn Sa'd. Das ist das erste biografische Lexikon, was Prophetengefährten behandelt. Und ein späteres Beispiel stammt aus dem 15. Jahrhundert, das Kitab an-Nisa, also das ist jetzt speziell das Buch der Frauen von Shams ad-Din ibn Abdurrahman as-Sakhawi. Der hat ein sehr großes biografisches Lexikon verfasst, aber ein Band davon war eben speziell den Frauen gewidmet. Und auch bei Ibn Sa'd gibt es einen speziellen Band über die Frauen. Und es gibt noch sehr viele mehr, also das sind jetzt nur zwei Beispiele. Und da kann man diese Geschichten also nachlesen. Und es gibt halt zahlreiche Biografien, die zeigen, dass Frauen in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft vertreten waren. Und ich will jetzt zuerst etwas sagen zu dieser Gruppe der unerzählten Geschichten, von denen wir meinen, dass wir die Frauen kennen, aber eben nur bestimmte Bereiche kennen. Zum Beispiel die Geschichte von Ummu Aisha, radiallahu anha. Also was wir von ihr wissen, das Erste, was wahrscheinlich den meisten Muslimen einfällt, ist, dass sie die Lieblingsfrau des Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, dass sie jung war, dass sie schön war und viele wissen auch noch, dass sie eifersüchtig war. Aber was viele nicht wissen, ist, dass sie nach dem Tod des Propheten von vielen als die größte Gelehrte ihrer Zeit angesehen wurde. Also das hier ist ein Zitat von einem Prophetengefährten, Arpa, über Aisha, überliefert in einer Hadith-Sammlung, der über sie gesagt hat, im Allgemeinen war Aisha diejenige mit dem besten Verständnis, die wissendste und diejenige mit der besten Meinung unter den Leuten. Also die beste Meinung, die stärkste Meinung oder die begründetste Meinung. Das war seine Einschätzung und sie hat sie halt verglichen mit den anderen Prophetengefährten. Und zwar unter den Leuten, heißt es hier. Das heißt nicht nur unter den Frauen, sondern wirklich unter allen in ihrer Generation. Bei Aisha, radiallahu anha, wissen viele auch noch, dass sie eine Gelehrte war. Aber zum Beispiel, welche Themen sie speziell interessiert haben, ist dann auch nicht mehr bekannt. Und das ist auch interessant, weil sie hat sich speziell interessiert für die Bestimmung von Erbanteilen. Und das islamische Erbrecht ist ja sehr komplex, ne, und sehr mathematisch. Also da muss man schon ein mathematisches Verständnis haben. Und das war sozusagen ein Steckenpferd von ihr. Also darin war sie besonders gut. Dann hat sie sich sehr interessiert für arabische Geschichte. Ein Interesse, was auch schon ihr Vater hatte, Abu Bakr, radiallahu anh. Und sie war interessiert an Medizin. Und das hat den Hintergrund, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam krank war am Ende seines Lebens, kamen Araber aus allen Gegenden und haben Rezepte und Medizin gebracht und so. Und sie hat das alles aufgenommen und sich gemerkt, sodass später die Leute zu ihr kamen und sie nach eben medizinischen Themen befragt haben. Ein anderes Beispiel ist Salama, radiallahu anha. Da ist es auch so, man kann einiges über sie finden. Das meiste natürlich über ihre Ehe mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch also der Antrag des Propheten und wie dann die Eheschließung stattgefunden hat. Man findet auch einiges über ihre Zeit vor der Ehe mit dem Propheten, nämlich ihre Ehe mit Abu Salama. Und sie hat zweimal Hijra gemacht, einmal nach Abessinien und einmal nach Medina dann. Aber über die Zeit nach der Ehe mit dem Propheten, also nach seinem Tod, sallallahu alaihi wasallam, ist sehr wenig zu finden. Also auch hier haben wir das Phänomen, dass sie ziemlich stark eingegrenzt wird auf eben die Rolle als Mutter und Ehefrau. Also sie hatte Kinder, während Aisha ja gar keine Kinder hatte. Und man findet sozusagen über ihre Rolle in der Gesellschaft dann nicht mehr so viel. Da muss man dann tatsächlich eben in wissenschaftlichere Studien reinschauen oder eben in die Quellen. Und da gibt es wirklich, also gerade bei Salama gibt es einige interessante Sachen. Sie war zum Beispiel auch einmal Anlass für eine Offenbarung nach einer Überlieferung. Und zwar hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, warum im Koran die Frauen nicht erwähnt werden. Also sie hat gefragt, ja Rasulallah, ma yadhkuru an-Nisa. Also die Frauen werden nicht erwähnt. Und die Überlieferung geht dann weiter, fa'anzalallah. Also, und dann hat Allah offenbart. Und dieses fa im Arabischen, das heißt, es war eine direkte Reaktion auf diese Frage. Und die Offenbarung, die dann erfolgt ist, ist dieser ganz bekannte und sehr wichtige Vers in Sure 33, Vers 35. Gewiss muslimische Männer und Frauen, gläubige Männer und Frauen, ergebene Männer und Frauen, wahrhaftige Männer und Frauen, standhafte Männer und Frauen,
demütige Männer und Frauen, almosengebende Männer und Frauen, fastende Männer und Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten und Allahs viel gedenkende Männer und Frauen. Für sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Also das ist quasi wie so eine Versicherung darüber, dass alles, was über die Leute im Allgemeinen ausgesagt wird im Koran, dass das für die Frauen auch gilt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie heute diese Fußnoten. Also wenn irgendwo eingeführt wird, ja, im Text wird im Folgenden die männliche Form benutzt, sie gilt aber für männlich und weiblich. Dieser Vers funktioniert wie so eine Fußnote. Ja. Dass man weiß, was da ausgesagt wird, das betrifft die Frauen ganz genauso. Und was halt wichtig ist, ist, dass wir sehen, dass Salama also nicht schüchtern war, so eine Frage zu stellen. Also häufig ist es ja so, dass man hat eine Frage, die einen irgendwie beunruhigt und man traut sich gar nicht, die zu stellen. Aber Salama war nicht zu schüchtern. Sie war eine gläubige Frau und sie wollte einfach wissen, wie diese Ansprache des Korans zu verstehen ist, die sich anscheinend nur an Männer zu richten scheint, und möchte eine Erläuterung haben und kriegt dann eben von Allah eine Antwort. Ja, Salama sonst war noch auch Hadith-Überlieferin. Von ihr werden 378 Hadithe überliefert. Möglicherweise, das weiß ich jetzt nicht genau, war sie damit die Frau, die also nach Aisha, radiallahu anha, am meisten Hadithe überliefert hat, weil von Aisha sind über 2000 überliefert. Und sie hat eben nicht nur überliefert, sondern auch erläutert. Also war eine Lehrerin. Und auch hier bei ihr wird berichtet, dass halt die Personen zu ihr gekommen sind. Also bei Bukhari findet man das zum Beispiel, innahum sa'alu Salama an kaza wa kaza. Also die Menschen sind gekommen, und das heißt nicht nur Frauen, sondern Frauen wie Männer, sind zu Salama gekommen und haben sich zu den Hadithen zum Beispiel, die sie überliefert hat, eben eine Erläuterung geben lassen. Eine andere ganz interessante Begebenheit aus ihrem Leben ist, dass sie auch einmal als politische Beraterin gewirkt hat. Kennt jemand die Geschichte? Beim Friedensvertrag von Hudaybiyah? Salama hat den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam begleitet auf der Reise nach Mekka, als die Muslime Umrah machen wollten. Und die Mekkaner haben ihnen das ja dann verwehrt. Das war nach den Schlachten von Badr und Uhud. Und sie haben dann Verhandlungen begonnen bei Hudaybiyah. Das ist ein Ort an der Grenze zum heiligen Bezirk von Mekka. Und deswegen heißt das Friedensvertrag von Hudaybiyah. Und es war so, dass in diesem Friedensvertrag bestimmte Bedingungen enthalten waren für die Muslime, die für die Muslime erstmal sehr schwer zu akzeptieren waren und die eigentlich fast ausgesehen haben wie eine Niederlage. Und die Prophetengefährten haben sich tatsächlich geweigert, diesen Vertrag zu akzeptieren, den der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ausgehandelt hat. Also er wollte den annehmen und seine Gefährten haben sich geweigert. Und es war dann so, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, wir beenden jetzt die Umrah, also eine dieser Bedingungen waren, dass sie die Umrah nicht weiterführen durften, und wir beenden den Weihezustand und schlachten die Opfertiere und so weiter, und die Prophetengefährten sind einfach sitzen geblieben und haben sich geweigert, und zwar dreimal hintereinander. Also das war eine sehr schwerwiegende Situation und auch das erste und einzige Mal, dass die Prophetengefährten sich wirklich einem Befehl des Propheten verweigert haben. Und was er in dieser Situation gemacht hat, ist, dass er zu Salama gegangen ist und sich von ihr hat beraten lassen. Und natürlich, er wusste, dass sie halt klug ist und diplomatisch und umsichtig. Und in dem Ratschlag, den sie ihm dann gegeben hatte, werden diese Eigenschaften auch alle deutlich. Sie hat ihm einen sehr einfachen Ratschlag gegeben, aber das war sehr effektiv. Und zwar, dass er einfach anfangen soll mit diesen Ritualen, das Opfertier schlachten, Haare rasieren und mit niemandem sprechen soll. Und das hat er dann auch gemacht. Und die Gefährten haben dann sofort, als er damit angefangen hat, ihr Verhalten bereut, und es wird überliefert, die haben sich so beeilt dann beim Haare rasieren, dass sie sich fast umgebracht hätten gegenseitig, weil die so zerknirscht dann auch waren. Also man hat gesehen, es war ein sehr einfacher, aber sehr kluger Ratschlag und konnte halt diese wirklich schwierige Situation lösen. Erstens ist es interessant, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam offensichtlich nicht die Ansicht vertreten hat, dass Politik nichts für Frauen ist. Also er geht zu seiner Frau, lässt sich beraten. Dann auch Allah subhanahu wa ta'ala hätte ja einfach eine Offenbarung zum Beispiel schicken können, um diese Situation zu lösen. Aber er wollte, dass diese Beratung stattfindet und auch, dass das überliefert wird. Also diese Überlieferung hat uns halt erreicht und wir wissen, dass das so stattgefunden hat. Und tatsächlich kann man sagen, dass Salama Vorbild oder Vorläufer ist für zahlreiche Frauen, die in der islamischen Geschichte sozusagen Politikberatung gemacht haben. Das ist jetzt nur eine Auswahl, also es gibt noch viele mehr. Salama hat, wie gesagt, den Propheten beraten im Mekka des 7. Jahrhunderts, Fatima Samarqandiya,
hat den Sultan al-Malik Nur ad-Din Zengi beraten in Damaskus im 12. Jahrhundert, Mariam bint Usman, den Amir von Kano, das ist in Nigeria, noch im 19. Jahrhundert. Und wie gesagt, es gibt noch zahlreiche mehr weibliche Personen, die die Kalifen oder Herrscher beraten haben. In diesem Fall gibt es auch noch zeitgenössische Beispiele. Das hier ist Dalia Mujahid, eine ägyptischstämmige Amerikanerin. Das ist jetzt ein Foto aus einem TED-Talk, den sie 2016 gehalten hat. Sie ist Wissenschaftlerin und Unternehmerin und im Jahr 2009 wurde sie als Beraterin ins Weiße Haus geholt, also hat die Obama-Administration beraten in Fragen, also in innenpolitischen Fragen, wo es um das Verhältnis auch zu Muslimen ging. Und zumindest innenpolitisch kann man ja sagen, dass er, was das betrifft, ganz gut beraten war. Also sowas gibt es auch heute noch. Ja, dann gibt es diese zweite Gruppe von unerzählten Geschichten, also die Frauen, die wir gar nicht mehr kennen und die aber zu ihrer Zeit bekannt waren, weil anders wären sie gar nicht in diese biografischen Lexika reingekommen. Also die Lexika, die listen natürlich die Personen auf, die eine gewisse Rolle gespielt haben in ihrer Gesellschaft zu ihrer Zeit. Und ganz viele von diesen Frauen kann man in diesem Buch finden. Aisha Bewley, sie hat sich die Mühe gemacht, diese biografischen Lexika durchzuarbeiten, die ich vorhin erwähnt habe, und dort einfach diese Frauen zu sammeln. Und sie sammelt also Einträge vom 7. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert in allen möglichen Bereichen. Und wenn man da sich dieses Buch anschaut, dann ist man wirklich erstaunt. Also erstmal, wie viele das sind. Zweitens, was die alles gemacht haben, also in wie vielen verschiedenen Bereichen Frauen tätig waren. Und dann auch eben, wie selbstständig die waren, selbstbewusst, intelligent und mutig. Und sie selber, also Aisha Bewley, schreibt über dieses Buch: Das Lexikon deckt die Zeitspanne vom Leben des Propheten bis ungefähr in die Mitte des 19. oder 13. islamischen Jahrhunderts ab. Wie wir durch einen Überblick über die Einträge erkennen können, war die Rolle der muslimischen Frau keinesfalls auf Haus und Heim beschränkt. Sie waren in vielen Bereichen aktiv. Es ist keine Frage von entweder oder, es ist eine Frage von vielen Rollen, die miteinander verbunden sind, anstatt voneinander getrennt zu sein. Eine Geschäftsfrau ist ebenso eine Mutter und eine Gelehrte ist ebenso eine Ehefrau. Also sie betont dieses sowohl als auch. Also man muss nicht die Rolle von Mutter und Ehefrau als ausschließend sehen gegenüber anderen Rollen, sondern die Frage ist, wie man das verbindet. Und wir kommen zu den verschiedenen Bereichen jetzt, in denen Frauen aktiv waren. Erstmal zu den religiösen Wissenschaften. Das ist auch der Bereich, der am besten dokumentiert ist, weil da gab es ein besonderes Interesse natürlich von diesen Autoren der biografischen Lexika. Der Bereich, in dem Frauen am stärksten vertreten waren, ist die Hadith-Wissenschaft. Dazu gibt es auch nochmal eine gesonderte Publikation auf Englisch von Dr. Akram Nadwi aus Cambridge, Al-Muhaddisat, also die Hadith-Wissenschaftlerinnen. Er hat in einem Interview hat er mal gesagt, er hat angefangen, die Biografien von Frauen zu sammeln in der Hadith-Wissenschaft und er selber hat damit gerechnet, dass er so zwischen 20 und 30 Biografien findet. Am Ende ist er bei 53 Bänden angekommen mit Biografien von über 9000 Frauen. Und das war dann halt ein Projekt, was auf einmal 10 Jahre gedauert hat. Diese Zahl zeigt eben, dass das sozusagen nicht Ausnahmen waren, sondern dass die Frauen ganz selbstverständlich integriert waren in dieser Wissenschaft. Und ein interessanter Fakt zu den Frauen in den Hadith-Wissenschaften: Es gab niemals den Fall, dass eine Hadith-Wissenschaftlerin sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, sie hätte einen Hadith gefälscht. Also bei vielen Männern ist das passiert, dass ihnen Fälschung vorgeworfen wurde, aber bei den Frauen ist das nie vorgekommen. Insgesamt wird der Anteil der Frauen in der Hadith-Wissenschaften geschätzt auf ungefähr 15%. Das ist jetzt auch eine Schätzung von einem Orientalisten, von Goldzieher. Das hört sich erstmal nicht so viel an, 15%, aber wenn man es vergleicht mit auch modernen Zuständen, dann ist das schon eine ganze Menge. Also 15% war erst 2006 der Anteil von Frauen unter den Professoren in Deutschland. Insofern ist das schon bemerkenswert für diese Zeit. Aus der Generation der Sahaba habe ich ja jetzt schon zwei Beispiele erwähnt. Aus der Generation der Tabi'in, also der nachfolgenden Generation, gibt es auch eine ganze Reihe und zwei will ich noch erwähnen. Eine heißt Amra bint Abdurrahman al-Ansariya. Sie wird beschrieben in den Quellen, dass ihr Wissen also weit wie das Meer gewesen sei. Sie hat in Medina Fatawa gegeben, also Rechtsauskünfte oder Rechtsgutachten. Sie war eine Schülerin von Aisha. Im Saad hat sie in seinem Lexikon als Alima, also als Gelehrte, bezeichnet.
Und der Kalif Omar, radiallahu an, hat befohlen, dass alle Hadithe, die sie überliefert, aufgeschrieben werden. Und ihre Versammlungen, also sie hat Unterricht gegeben, wurden von verschiedenen großen Gelehrten besucht, wie zum Beispiel Az-Zuhri. Also da sieht man auch schon, dass Frauen auch Männer unterrichtet haben und dass das möglich war. Eine andere bekannte Hadith-Wissenschaftlerin aus der Generation der Tabi'in ist Hafsa bin Sirin. Sie wird auch als Faqiha, also als Rechtsgelehrte und als Hadith-Gelehrte bezeichnet. Von ihr ist bekannt, dass sie sehr asketisch gelebt hat. Sie hatte mit 12 Jahren den Koran auswendig gelernt. Und in der Koranlesung war sie so bewandert, dass also auch ihr Bruder und ihr Vater, die selber Gelehrte waren, sie gefragt haben nach schwierigen Stellen. Und von einem anderen Tabi wurde sie verglichen mit Al-Hasan al-Basri und für intelligenter befunden. Also es ist ganz interessant, ist so eine Überlieferung, da sagt er, ich habe Al-Hasan al-Basri gesehen und ich habe Muhammad ibn Sirin gesehen, aber niemand war intelligenter als Hafsa bin Sirin. Und hier auch wieder, Hasan al-Basri ist jemand, den kennen wir heute noch. Muhammad ibn Sirin kennen auch viele, aber Hafsa bin Sirin ist niemandem ein Begriff. Bei ihr gibt es eine interessante Geschichte zu einem Hadith, den sie überliefert hat. Und zwar berichtet sie, dass in Basra, wo sie gelebt hat, den Mädchen verboten worden ist, zum Eidgebet rauszugehen. Also die jüngeren Frauen sollten zu Hause bleiben beim Eidgebet. Dann hat sie die Schwester einer Hadith über, also einer Sahabiya, die Hadithe überliefert hat, getroffen. Diese Sahabiya heißt Atiyah. Und diese Schwester hat erzählt, dass Atiyah den Propheten einmal danach gefragt hat. Und jetzt die Frage ist auch interessant, ob eine Frau, die kein Gewand, also kein Jilbab hat, am Eid zu Hause bleiben kann. Also die Frage war, ob sie zu Hause bleiben kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geantwortet, ihre Nachbarin soll ihr ein Gewand leihen, sodass sie bei der guten Tat und der Versammlung der Gläubigen teilnehmen kann. Also die Message ist ganz klar, die sollen kommen, die Frauen. Und auch, wenn sie kein Gewand haben, dann sollen sie sich eins leihen. Hafsa bin Sirin, sie hat jetzt die Schwester getroffen von Atiyah, hat dann Atiyah selber danach gefragt. Das ist natürlich die Methode der Hadith-Wissenschaftler, die versuchen zurückzugehen auf die Quelle, also auf die Person, die das gehört hat vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und sie selbst hat dann diesen Hadith weiter überliefert. Und der Hadith erscheint dann in der Sammlung von Bukhari und bis er bei Bukhari aufgenommen wurde, dazwischen sind noch 3 weitere Überliefer, das sind alles Männer, Ayyub, Abul Waris und Abu Ma'mar. Das heißt, man sieht hier, Männer und Frauen haben sich mit diesen Themen auch beschäftigt und sich darum gekümmert, dass diese prophetische Anweisung nicht verloren geht. Und wenn wir solche Hadithe nicht hätten, dann hätten wir vielleicht auch nicht mehr solche Bilder wie das hier zum Beispiel. Und was man halt sieht, ist, dass es schon in der Generation nach dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Tendenzen gab, Frauen einzuschränken. Also es wurde ihnen in Basra zum Beispiel verboten, eben am Eidgebet teilzunehmen. Hafsa bin Selin und eben auch ihre männlichen Kollegen haben dafür gesorgt, dass dieser Hadith nicht verloren ging, sondern dass sich eben Frauen auch später darauf berufen können. Also diesen Einsatz auch für Frauenrechte im religiösen Bereich gibt es auch heute noch. Also das ist ein neueres Beispiel. Kadriye Afce, die war eine Zeit lang Assistentin des Muftis von Istanbul, jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Aber sie hat zu ihrer Zeit versucht, die Frauenbereiche in den Moscheen zu verbessern, also die zu vergrößern und schöner zu gestalten. Auch zum Beispiel die Waschmöglichkeiten, die nicht in allen Moscheen ausreichend vorhanden sind. Und sie hat das auch explizit mit Bezug auf die Zeit des Propheten und sein Vorbild in seiner Moschee gemacht, wo eben Frauen und Männer auch nicht getrennt waren, sondern im gleichen Raum gebetet haben. Sie ist halt eben auch ausgebildete Theologin. Aber nochmal zurück zu den Hadith-Wissenschaftlerinnen. Auf jeden Fall gibt es Angaben von Hadith-Gelehrten und anderen Gelehrten über ihre Lehrerinnen. Und Ibn Hajar al-Asqalani, das ist ein Hadith-Gelehrter und noch in einigen anderen Disziplinen gelehrt aus dem 14., 15. Jahrhundert, der hat 53 Frauen unter seinen Lehrern genannt. As-Sakhawi, ein anderer Gelehrter, 68 Frauen. Und As-Suyuti, auch ein großer Gelehrter, 33 Frauen. Also auch hier bei den Zahlen sieht man, das war einfach, also Frauen waren einfach ein integraler Bestandteil von den religiösen Wissenschaften. Das war nichts Besonderes. In anderen Wissenschaften waren Frauen nicht ganz so stark vertreten wie in der Hadith-Wissenschaft, aber es gab sie auch in der Rechtswissenschaft zum Beispiel und zwar in allen Rechtsschulen. Dieses Bild zeigt Fatima bint Muhammad as-Samarqandi, hat in Syrien im 12. Jahrhundert gelebt und ihr Vater war ein großer Gelehrter der hanafitischen Rechtsschule und er hat sich halt darum gekümmert, dass seine Tochter ausgebildet wird. Und sie selber hat
die hanafitische Rechtswissenschaft beherrscht, Hadith-Wissenschaft. Sie hat auch Fatawa gegeben und auch Männer wie Frauen unterrichtet in verschiedenen Wissenschaften. Und sie war auch, was vorhin erwähnt wurde, Beraterin des Herrschers Nur ad-Din Zengi. Das ist einer der Vorläufer von Salah ad-Din. Interessant ist auch ihre Ehe. Sie hat einen Schüler ihres Vaters geheiratet, Alauddin al-Kasani heißt er. Und er zählt bis heute zu den wichtigsten hanafitischen Rechtsgelehrten. Und sein Brautgeschenk war ein Kommentar zu einem Buch ihres Vaters. Also so ein gelehrter Kommentar, das war das Brautgeschenk für sie. Und die haben zusammengearbeitet. Also von dem Kasani wird überliefert, dass er keine Fatwa rausgegeben hat, die nicht von ihnen beiden unterzeichnet wurde. Also er hat darauf Wert gelegt, dass sie erstmal ihre Unterschrift gibt. So groß war seine Achtung vor ihr. Und dann hat er auch unterschrieben und dann hat er die Fatwa rausgegeben. Und insbesondere halt finde ich sehr schön diese Geschichten, an denen man sieht, dass die Väter ihre Töchter gefördert haben. Das waren natürlich alles Frauen aus gelehrten Familien. Aus dem 9. islamischen 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist überliefert von einer Gelehrten, die heißt Fatima bin Ahmad ibn Yahya al-Faqiha, also auch die Rechtsgelehrte. Und sie hat mit ihrem Vater zusammengearbeitet, bis der gesagt hat, so Fatima kann jetzt selber Fatwa geben. Und dann hat er sie auch um Rat gefragt. Und zwar wird überliefert, dass er, wenn er im Unterricht war, mit seinen Studenten und eine Frage aufgetaucht ist, bei der er nicht weiterkam, gesagt hat, so, ich gehe jetzt mal zu meiner Tochter, frag die mal. Und dann kam er wieder zurück und hat die Antwort gegeben. Also erstens mal hat er sich nicht geschämt, zuzugeben, dass er eine Frage nicht beantworten kann. Das ist ja auch schon mal wichtig. Und dann auch nicht eben zu seiner Tochter, also zu einer Frau zu gehen. Und er hat auch seinen Studenten gleich was beigebracht. Also dass Frauen eben die gleichen geistigen Kapazitäten haben und eine gelehrte Frau auch durchaus mehr wissen kann in bestimmten Bereichen als ein Mann. Ja, so viel zu den religiösen Wissenschaften. Also gerade bei den religiösen Wissenschaften könnte man ganz viele Beispiele noch aufführen. Aber das soll hier mal reichen. Ein nicht religiöser Bereich ist Geschichte. Hier war ja auch jemand, der Geschichte studiert. Genau. Für dich haben wir als Vorbild Aisha bint Abdallah al-Tabari, eine Gelehrte des 14. Jahrhunderts. Sie war auch Hadith-Wissenschaftlerin. Auf jeden Fall hat sie sich mit Geschichte beschäftigt und sie hat zu der berühmten Geschichte von al-Tabari, ich weiß nicht, ob sie mit ihm verwandt ist, aber auf jeden Fall kommt die Familie aus derselben Stadt. Die Geschichte von al-Tabari heißt Tarikh al-Rusul wal-Muluk, also die Geschichte der Propheten und Könige. Und sie hat dazu ein Buch verfasst. Dann haben wir den Bereich Medizin. Also Aisha hatten wir schon, die sich mit Medizin beschäftigt hat. Es gibt auch eine andere Prophetengefährtin, die bekannt ist dafür, dass sie sich mit Medizin befasst hat. Ihr Name ist Shifa bint Abdullah. Shifa heißt ja auch die Heilung. Und sie hat in der Zeit des Propheten verschiedene Formen der Medizin praktiziert und sich von ihm auch unterweisen lassen darin, wie man Ruqya macht, also so eine spirituelle Form der Heilung, und hat dann auch andere darin unterrichtet. Und es wird auch noch von ihr überliefert, dass sie lesen konnte, was damals halt nicht viele Leute konnten. Und sie hat Hafsa, der Frau des Propheten, das Lesen beigebracht. Ein späteres Beispiel im Bereich Medizin ist Nisibe Sultan. Kennt das jemand? Das ist in Kayseri. Sie war die Tochter eines Sultans, ist an, also der Überlieferung zufolge, an Tuberkulose erkrankt und hat aus diesem Anlass dann die erste medizinische Madrasa gestiftet. Das ist aus der Zeit der Seldschuken. So, dann haben wir den Bereich Handel. Und das ist auch sehr interessant, weil Frauen waren nicht nur selbst Händlerinnen. Also das wird auch überliefert, auch von einer Frau des Propheten, Zainab bin Jahsch, dass sie bestimmte Produkte hergestellt hat aus Leder und die auf dem Markt verkauft hat. Und von ihr ist halt bekannt, dass sie sehr wohltätig war und sehr viel gespendet hat, dann von dem, was sie verdient hat. Aber es gab eben auch sogar zwei Frauen, die von dem Kalifen Omar als Aufseherinnen eingesetzt wurden in den Märkten von Mekka und Medina. Das ist die Shifa bint Abdullah, die sich mit Medizin auch befasst hat. Und die andere heißt Samra bint Nuhayk. Und das ist wirklich sehr bedeutsam, weil erstens mal heißt es ja also häufig von Omar radiallahu an, dass er so streng gewesen sei. Also es war gerade Omar, der das gemacht hat. Und als Marktaufseherinnen, das heißt ja, man hat ein sehr öffentliches Amt, also man muss da in Erscheinung treten natürlich auf dem Markt. Das heißt, sie haben auch mit den Händlern natürlich gesprochen, mit Männern wie Frauen. Und sie hatten öffentliche Autorität und das war offensichtlich kein Problem. Insofern, also diejenigen, die irgendwie meinen, dass Frauen in der Öffentlichkeit gar nicht in Erscheinung treten sollten, die müssen dann echt eine Erklärung finden für solche Phänomene. Frauen haben auch eine sehr große Rolle
im gesamten Stiftungsbereich gespielt, sowohl was wohltätige Stiftungen begründet, ein Beispiel hatten wir ja schon, als auch die sogenannten Waqf Ahli, das sind also so Stiftungen, deren Erwerb der Familie oder bestimmten berechtigten Personen zugutekommt. Und da gibt es auch Daten zu. Das kann man ganz gut nachvollziehen, weil es eben Dokumente dazu gibt, Stiftungsurkunden und so weiter. Also zum Beispiel in Istanbul im 16. Jahrhundert wurden 37% der Neustiftungen von Frauen begründet, also ein sehr hoher Anteil. Aleppo im 18. Jahrhundert waren fast 50% der Stiftungen in der Hand von Frauen. Also Frauen waren auch nicht nur die Stifterinnen, also diejenigen, die das Geld gegeben haben, sondern sie haben auch die Stiftungen beaufsichtigt. Und auch das sind natürlich öffentliche Aufgaben. Und ganz bekannt ist Fatima al-Fihriya. Sie hat die erste Universität gestiftet, also die Qarawiyyin Madrasa, ja, ist bekannt als die erste Universität der Welt. Gestiftet im 3. islamischen Jahrhundert, 9. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung in Fes in Marokko. Das Interessante ist, heute ist es nicht unbedingt immer möglich, als Frau da reinzukommen. Also es ist eine Moschee und Madrasa, die von einer Frau gestiftet wurde. Aber daran sieht man eben auch, wie die islamische Welt sich verändert hat. Heutzutage kann es eben einem passieren, dass man als Frau daraus verscheucht wird. Also das haben mir Bekannte erzählt, die diese Moschee dann besucht haben. Und manche Stiftungen, das ist jetzt interessant für alle, die sich mit sozialer Arbeit beschäftigen, hatten auch spezielle soziale Zwecke und auch speziell auf Frauen zugeschnitten. Zum Beispiel in Kairo hat die Frau eines Sultans, Tiskabai Hatun, ein Frauenhaus gestiftet, würde man heute sagen, das Ribat al-Bardadiya, wo sich Witwen, geschiedene und vernachlässigte Frauen aufhalten konnten. So, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Bereich, und zwar Mathematik. Und zwar Lumna von Córdoba, aus Andalusien, 10. Jahrhundert. Sie war zuständig für die Bibliothek der Stadt und sie war speziell bekannt für ihre Algebra- und Geometriekenntnisse. Aufgrund ihrer Fähigkeiten wurde sie Sekretärin des Kalifen und ist auch durch die islamische Welt gereist, um die Bibliothek auszustatten. Ja, das ist Lumna von Córdoba. Im Bereich Technik gibt es nicht so viele Beispiele, aber auch da kann man zumindest eine Frau finden. Das ist auch sehr interessant, und zwar diese Geräte, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind Astrolabien. Astrolabien sind Geräte zur Bestimmung von Zeiten und Richtungen anhand der Sternkonstellation. Also man braucht die in der Seefahrt und kann eben mithilfe dieser Astrolabien dann Routen berechnen und so weiter. Es gibt eine Frau, Mariam al-Ijliya, die dafür bekannt ist, dass sie am Hof der Hamdaniden in Aleppo Astrolabien gebaut hat. Und zwar hat sie das auch von ihrem Vater gelernt. Also auch hier haben wir so ein Beispiel, wo einfach ein Vater das Talent seiner Tochter erkannt hat und sie gefördert hat. Ihr Vater ist nämlich Al-Ijli Al-Astrolabi, also er hatte den Beinamen Al-Astrolabi. Das war so ein ganz berühmter Astrolabbauer von Aleppo. Also sie hat einfach das Talent ihres Vaters geerbt. Ihr Vater hat das gesehen und hat sie da ausgebildet. Und dann hat sie damit eben auch Geld verdient. Also ich denke mal nicht, dass sie das umsonst gemacht hat da am Hof der Hamdaniden. Und dann noch eine Frau aus dem Bereich Literatur und ein großes Vorbild für alle Lehrerinnen. Dieses Bild stellt da Nana Asma'u. Das ist die Tochter des Kalifen Usman Danfodio. Der hat im 19. Jahrhundert in Nigeria geherrscht. Nana Asma'u ist 1793 geboren und 1864 gestorben. Muslimische Dichterinnen gab es also auch sehr viele. Das ist ein ganz großer Bereich, also angefangen bei Al-Khansar, die vielleicht einige kennen. Das ist eine arabische Dichterin, die schon in vorislamischer Zeit gedichtet hat. Nana Asma'u ist jetzt ein spätes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Und sie hat Gedichte und auch Predigten verfasst in verschiedenen Sprachen. Hier sind zwei Beispiele in Fulfulde, das ist eine afrikanische Sprache, die mit arabischen Buchstaben geschrieben wurde. Außerdem auch hat sie Gedichte verfasst auf Arabisch und Hausa. Auch eben, damit sie möglichst viele Menschen, die vielleicht Arabisch nicht sprechen, erreichen kann mit ihren Gedichten. Sie hat sich sehr stark beschäftigt mit der Wiederbelebung der Sunna. Also das Beispiel des Propheten war für sie sehr wichtig. Und sie hat zu ihren Lebzeiten ein Gelehrtinnen-Netzwerk errichtet. Das heißt Yantaru, und das besteht anscheinend bis heute. Und das ist so eine Struktur, dass also Frauen andere Frauen unterrichten und die dann weitergehen in ihre Dörfer und Städte und dort das Wissen weitertragen, sodass sich das immer weiter verbreitet. Und dafür hat sie ein Curriculum erstellt, das auch Koranunterricht, das Lernen des Gebets, Sira-Unterricht und solche Dinge enthielt und auch als einen Punkt die Biografien von Gelehrten und weisen Frauen. Also das war ein expliziter Bestandteil des Curriculums, um die Bedeutung
von solchen Netzwerken und der Bildung von Frauen zu unterstreichen. Insbesondere ihre Gedichte, das waren auch so didaktische Gedichte, also die dabei helfen, bestimmte Inhalte auswendig zu lernen, die auch die Alphabetisierung vorangebracht haben, weil die Schülerinnen dann das auswendig Gelernte auch aufgeschrieben haben. Sie ist natürlich, also in Nigeria ist sie bis heute sehr bekannt. Also sie ist so eine nationale Figur, auf die man sich beruft und die bis heute noch wichtig ist. Aber das müsste halt mit vielen anderen Frauenfiguren auch der Fall sein, dass sie eben noch bekannt sind, sodass man sich auf ihr Beispiel auch berufen kann. Ja, grundsätzlich, also man kann sehen, dass meistens das so gewesen ist, dass Frauen, die zum Beispiel in den Wissenschaften waren oder auch in den anderen Bereichen, dass das eben Frauen waren, die aus solchen gelehrten Familien gekommen sind, die also durch ihren familiären Hintergrund einfach bestimmte Dinge mitbekommen haben. Also natürlich hatten nicht alle Frauen diese Möglichkeiten, sondern das waren schon Frauen aus bestimmten sozialen Schichten und aus diesen Familien. Aber was eben auffällig ist, ist, dass man sieht, dass es keine Vorstellung gab, dass Frauen sozusagen außerhalb der Familie keine Betätigungsbereiche hätten, sondern diese Bereiche standen ihnen offen, wenn sie die Fähigkeiten mitgebracht haben und eben diesen familiären Hintergrund auch hatten. Ganz grundsätzlich müsste man sich ja auch fragen, wenn es jetzt Leute gibt, die meinen, dass das nicht so sein sollte und dass Frauen sich also um ihr Haus und ihre Kinder ausschließlich kümmern sollten. Es ist ja so, dass Allah bestimmten Frauen bestimmte Fähigkeiten gegeben hat, die darüber hinausgehen. Und warum sollten sie Fähigkeiten haben, die sie auch einsetzen können zum Wohl der Gemeinschaft und die dann aber nicht nutzen? Man geht ja davon aus, wenn Allah jemandem Fähigkeiten gibt, dass er die dann auch einsetzen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das heute nicht mehr so? Natürlich ist es wieder so, dass bei euch ist das ja auch so, ihr studiert alle möglichen Fächer und viele Frauen machen viele Dinge heutzutage, aber gerade in diesem religiösen Bereich ist es schon noch eine gewisse Unterrepräsentanz, würde ich mal sagen. Und das Bild, was halt sehr häufig vermittelt wird, ist wirklich dieses, ja, im Islam kümmert sich die Frau um Kinder und Haushalt. Und wo kommt das her eigentlich, dieses Bild, dass das sozusagen die Domäne der Frau sei und sonst nichts? Also zum einen kann man schon sagen, dass auch in der islamischen Geschichte, jetzt vor der Moderne, es immer mal wieder Tendenzen gegeben hat, Frauen einzuschränken. Das hatten wir ja schon in dem Beispiel von Hafsa bin Sirin, wo es hieß, Frauen sollen nicht zumindest junge Frauen sollen nicht zum Eidgebet kommen. Also ich will das jetzt auch nicht idealisieren, dass sozusagen früher alles gut gewesen ist. Das ist ja auch manchmal so eine Tendenz. Aber mit dem Kolonialismus war dann eine Situation entstanden, die tatsächlich Frauen aus ganz vielen Bereichen komplett verdrängt hat. Und ein Bereich war dieses Stiftungswesen. Also die Kolonisatoren haben in den Ländern, wo sie hingekommen sind, das Stiftungswesen einfach abgeschafft. Auch in den Ländern, die nicht kolonialisiert wurden, wo sich dann Nationalstaaten entwickelt haben, wurde das Stiftungswesen abgeschafft in der Form, wie es vorher vorhanden war und stattdessen diese Ministerien eingerichtet, also Stiftungsministerien. Also vieles, was vorher in der Hand der Zivilgesellschaft war und auch eben oft in der Hand von Frauen, ist dann einem Ministerium zugeordnet. Und dann verändert sich natürlich die ganze Struktur. Das ist ein Bereich, also wo Frauen viel Einfluss verloren haben durch den Niedergang des Stiftungswesens. In Nordafrika zum Beispiel, das berichtet auch Aisha Bewley, sie hat da noch Augenzeugen getroffen, haben die französischen Kolonialbehörden Frauen auch ausgeschlossen aus dem Unterricht in der Moschee. Also die Frauen sollten nicht mehr zum Unterricht in die Moschee gehen und es wurde für sie auch keine Position mit Entscheidungsbefugnis zugelassen. In Ägypten gab es den Lord Cromer, quasi der faktische Herrscher über Ägypten. Also er war derjenige, der die Kolonialbehörde geleitet hat. Und er hat in Ägypten sich sozusagen für die Befreiung der muslimischen Frau eingesetzt, was reduziert wurde auf die Befreiung vom Schleier. Also sozusagen diese Gleichung, wenn man den Schleier ablegt, dann ist man befreit. Andererseits hat er verhindert, dass Frauen in Ägypten weiterhin als Ärztinnen ausgebildet werden konnten. Die sollten nur Krankenschwestern werden, weil das würde der Natur der Frau eher entsprechen. Das war sein Argument. Und zu Hause in England war er halt Mitglied und Gründungsmitglied auch eines Vereins, der sich gegen das Wahlrecht von Frauen eingesetzt hat. Also Men's League for Opposing Women's Suffrage. Das heißt, man sieht, dass dieses Argument der Frauenbefreiung, was die Kolonialisten immer ins Feld geführt haben, dass es da überhaupt nicht um die Befreiung von Frauen ging, sondern es ging einfach nur darum, die Frauen an das europäische Modell anzupassen. Und das europäische Modell damals, im 19. Jahrhundert, war diese viktorianische Vorstellung von Frauen. Also damals gab es so diese Zuordnung, Frauen stehen für Natur, Männer für Kultur, Frauen für den privaten Raum, Männer für den öffentlichen Raum, Frauen für Emotionen und Männer für die Ratio, für den Verstand. Das waren solche Zweiteilungen. Und in dieses Muster sollten die muslimischen Frauen halt reingepresst werden. Das ist etwas, was die islamische Welt importiert hat aus Europa über den Kolonialismus.
Und leider ist es aber so, dass dieser Import sehr nachhaltig wirkt, immer noch. Also es war dann so, dass dieses Frauen- und Familienbild zunächst übernommen wurde von den einheimischen Eliten, also diejenigen, die sich auch davon versprochen haben, irgendwie auch von der Zusammenarbeit mit den Kolonisatoren versprochen haben, gesellschaftlichen Aufstieg und Zuwachs an Macht und so weiter. Dann wurde es auch von den anderen Gesellschaftsschichten übernommen. Irgendwann leben dann mehrere Generationen so und dann ist es eben was Islamisches, weil der Großvater und die Großmutter und die Urgroßmutter haben es auch schon so gemacht, deswegen ist das die islamische Tradition. Aber wenn man weiter zurückgeht in die Zeit vor der Kolonialisierung und zum Beispiel sieht, welche Rollen Frauen im Stiftungswesen gespielt haben, in der religiösen Lehre und so weiter, dann sieht man, dass das nicht eigentlich die islamische Tradition ist, sondern eine Vorstellung, die wir jetzt davon haben, die halt sehr stark verändert worden ist. Ja, und für uns, wir müssen halt einfach irgendwie diese Engführungen und diese einseitigen Zuschreibungen wieder überwinden. Und ich denke, so ein Blick in die islamische Geschichte ist dabei sehr hilfreich, weil dann kann man eben zeigen, das ist die eigene Tradition. Also wenn wir jetzt sagen, Frauen sollen eine größere Bedeutung haben in den Gemeinschaften, was auch immer, dann heißt das nicht, dass wir sozusagen einen westlichen Feminismus irgendwie anwenden müssen, um unsere Rechte zu kriegen oder so, sondern wir haben das in unserer Geschichte. Wir können uns berufen auf etwas, was schon lange zu uns gehört. Und insbesondere in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ich meine, wenn man sich diese Sachen wirklich überlegt, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, im Haushalt gearbeitet hat. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen, weil man könnte vielleicht sagen, das ist so die meist vernachlässigte Sunna. Also kana ja mal, also er pflegte zu arbeiten. Das heißt, das ist eine ständige Tätigkeit, die er gemacht hat. Und dann gibt es auch Überlieferungen, was das konkret war. Also er hat Ziegen gemolken, er hat seine Kleidung selber in Ordnung gehalten. Das heißt, er hat seine Frauen nicht angesehen als welche, die zuständig sind, für ihn den Haushalt in Ordnung zu halten, sondern er hat das genauso als seine Aufgabe gesehen. Das ist eine Frage der Einstellung, dass man sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Frauen so eine Beziehung hatte, die halt auf Augenhöhe war. Also er fragt sie um Rat. Es wird überliefert über ihn, dass er niemals eine Frau und auch sonst kein Kind und kein Diener und niemanden geschlagen hat. Alle diese Dinge, wo man sieht, dass er Frauen einfach als gleichwertige Menschen behandelt hat, ne? Und nicht irgendwie als Haushälterinnen oder sowas. Also da haben wir wirklich Potenzial. Und dann noch zu dem Vers, die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Das ist auch Surat At-Tauba, Vers 71. Und der vollständige Vers plus noch der folgende lautet: Die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Verwerfliche. Sie richten das Gebet ein und entrichten die Abgabe und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Gewiss, Allah ist allmächtig und allweise. Allah hat den gläubigen Männern und Frauen Gärten versprochen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben und gute Wohnungen in den Gärten Edens. Wohlgefallen von Allah ist aber noch größer. Das ist der großartige Erfolg. Dieses Wort, was hier mit Beschützer übersetzt wurde, also Wali, Plural Aulia, kann man mit Beschützer übersetzen, es das heißt aber auch Freunde oder Verbündete. Und der Kontext des Verses zeigt, dass es hier um gesamtgesellschaftliche Aufgaben geht. Also es heißt, das Gebet einzurichten, also nicht zu beten, sondern das Gebet einzurichten. Und dazu gehört halt eben alles, was man braucht, damit das Gebet auch gemeinschaftlich verrichtet werden kann, also Moscheeerrichtungen, Moscheeverwaltungen, solche Dinge. Zakat auch, da geht es auch nicht darum, dass Zakat einfach bezahlt wird, sondern dieses ganze System, Zakat halt zu sammeln, die Bedürftigen zu ermitteln und zu verteilen und so weiter. Und dann auch das gute Gebieten, das schlechte Verbieten, das sind auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Also das betrifft alle. Und es wird hier halt explizit gesagt, die gläubigen Männer und Frauen sind einer des anderen Beschützer, dann die diese Aufgaben erledigen und dann sie sind es, derer Allah sich erbarmen wird. Dass diese Zusammenarbeit notwendig ist, damit Allah sich dem Muslimen erbarmt. Also das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir Allahs Barmherzigkeit bekommen. Und das bedeutet, wer Allahs Barmherzigkeit will, der sollte sich da um eine gute Zusammenarbeit bemühen. Grundsätzlich halt kann man an diesen Beispielen und am Verhalten des Propheten und auch der späteren Generation noch sehen, dass sie halt die Fähigkeiten von Frauen wertgeschätzt haben in allen Bereichen, in denen sie Fähigkeiten hatten. Und Allah hat ja die Fähigkeiten verteilt. Also jeder hat andere Fähigkeiten und jeder muss die Fähigkeiten nutzen für die Gesamtheit, damit man konstruktiv zusammenarbeitet, weil man sich ergänzt gegenseitig. Junge Frauen sollten auch einfach ihre Begabungen verfolgen und die entwickeln und ihre Träume verfolgen. Familien und Gemeinden sollten sie unterstützen, insbesondere
auch in diesem Bereich der religiösen Bildung. Also ich finde es sehr schade, dass wir bis heute immer noch so Veranstaltungen haben, insbesondere diese großen Massenveranstaltungen mit gemischtem Publikum und die Referenten sind nur Männer. Und dann manchmal gibt es dann eine Frau und worüber redet sie? Über die Frau im Islam. So als ob Frauen für andere Themen einfach nicht zuständig wären. Ne? Da fehlt uns bis jetzt noch ein Bewusstsein. Also gerade halt religiöse Bildung. Also wenn man in der Familie irgendwie Mädchen hat, die wirklich so eine Liebe für die Religion haben und auch dann die Intelligenz und die Ausdauer, das zu machen, dass man die einfach fördern soll, dass sie wirklich dann eine Scheicha werden. Warum nicht? Also wir hatten in der Geschichte ganz viele Scheichas und Alimas und Faqihas und das brauchen wir unbedingt wieder. Ja, Rahman, ja, Rahim.